Hallo! Heute gibt es meine Sephora-Beute zu sehen. Das hat sich nämlich netterweise wieder jemand erbarmt und meinen Wunschzettel nach New York getragen und meine Beute zurück. Los geht's mit dem wahrscheinlich unspektakulärsten Produkt, und zwar ist das ein Trockenshampoo von Oscar Blandi in Puderform. Also nichts Aerosol-Spray-Gedöns, sondern wirklich, wie ihr vielleicht erkennen könnt, also ich kann es jedenfalls im Gegenlicht, da ist tatsächlich also nur Puder drin. Den habe ich mir ausgesucht, weil ich gerne mit Handgepäck verreise und es dann immer ganz günstig ist, wenn man so wenig wie möglich Spray-Zeug, Flüssigkeiten etc. pp. Dabei hat. Das muss ja alles in das kleine Beutelchen passen. Dann habe ich mir von Sunny Riley einen Cleanser ausgesucht, und zwar mit French Clean Clay. Der soll die Poren verfeinern. Bin sehr gespannt. Also die Reviews zu der Gesichtspflegeserie von ihr sind ja sehr gut. Leider ist sie auch nicht besonders günstig. Deswegen habe ich jetzt erstmal mit diesem Reiniger begonnen, um zu gucken, wie ich damit klarkomme, wie mir der gefällt. Und vielleicht traue ich mich dann auch mal an die anderen Sachen ran. Dann kommen wir zu den sozusagen dekorativen Sachen. Und zwar habe ich mir von Buxom einen Lipgloss bestellt. In der Farbe Cherry Flip trage ich heute auch. Erinnert mich von der Farbe her sehr an mein geliebtes Chorus Gloss. Vom Auftrag her auch ähnlich, allerdings scheint da Menthol oder was ähnliches drin zu sein. Also das heißt, das hat dann so einen pritzeligen, frischen Effekt, was ich persönlich ja mag, aber es ist ja nicht jedermanns Sache. Deswegen zur Warnung. Dann habe ich mir von Tarte ein Blush bestellt. In der Farbe Natural Beauty. Das soll ein Erdbeerrot sein. Ich finde, es ist aber eher ein Pink. Habe es jetzt aber auch noch nicht ausprobiert. Also mal gucken, wie das nachher auf den Wangen aussieht. So, dann mussten unvermeidlich natürlich Foundations mit. Und zwar von Givenchy Eclat Matissime Fluid Foundation Airy Light Matte Radiance in dem Farbton 1 Matte Porcelain, den es bei uns leider nicht gibt. Bei uns geht es erst mit der 2 los, deswegen habe ich mir den mitbringen lassen. Dann habe ich mir von Hourglass ausgesucht Immaculate Liquid Powder Foundation im Farbton Porcelain. Ist auch wirklich sehr hell. Ich habe es jetzt erstmal nur auf dem Handrücken getestet und da schon festgestellt, dass der Name wirklich Programm ist. Also es hat sich in 0, nichts auf der Hand wirklich in eine Art pudriges Finish verwandelt. Das heißt, es wird für mich eher eine Sommerfoundation werden. Aktuell habe ich dafür nämlich zu viele trockene Stellen im Gesicht. Ich glaube, das sieht da nicht gut aus. Aber ich werde es die Tage mal ausprobieren. Vielleicht geht es ja trotzdem mit einem guten Primer drunter. Speaking of Hourglass musste natürlich auch ein Ambient Lighting Powder mit. Ich habe mir den Farbton Diffused Light ausgesucht, und zwar hat Josh Collier ein sehr schönes Video dazu gemacht, ein Review von allen Farbtönen. Das verlinke ich euch gerne, falls ihr seinen Kanal noch nicht kennt. Der arbeitet nämlich für Hourglass und seine Beschreibung fand ich wirklich sehr zutreffend. Bin auch echt beeindruckt. Also ich habe den Puder die letzten Tage benutzt über allen möglichen Foundations und finde das Ergebnis Bombe. Da kann man dann auch mal 3,50 Euro mehr ausgeben für so ein Produkt, meine Meinung. So, von Laura Mercier habe ich mir was ausgesucht, und zwar die Silk Cream Foundation in der Farbe Soft Ivory. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es den Farbton bei uns gibt. Ich war jedenfalls sehr erstaunt, weil der nämlich wirklich richtig hell ist. Ich hatte ja schon ihren Tinted Moisturizer, da war damals, glaube ich, der hellste Farbton Porcelain. Und der war selbst im Sommer bei mir noch so ein bisschen grenzwertig, aber die ist wirklich schon fast Konkurrenz zu Casper. Also, ja, es geht doch, kann ich dazu nur sagen. So, und dann musste natürlich sein, dieses gute Stück von Marc Jacobs, die Genius Gel Foundation, in der 10 Ivory Light, gleiches wie bei Laura Mercier. Ich war echt erstaunt, wie hell das gute Stück ist. Und habe sie bis jetzt zwei- oder dreimal getragen und finde die Textur wirklich ungewöhnlich. Also es zieht extrem schnell weg, hinterlässt dann so ein mattiertes Finish, aber es sieht irgendwie nicht tot aus. Man sieht auch noch die Haut durch, trotzdem sieht die Haut perfekter aus. Also ja, das ist schon ein wirklich interessantes Produkt. Da freue ich mich drauf, es noch fleißig weiter zu benutzen. Dann habe ich mir von Marc Jacobs noch einen Pinsel ausgesucht, und zwar
The Face 2. Das ist der mit dieser interessanteren Form, einer schönen großen Auflagefläche. Den kann man ja nicht nur für Foundations benutzen, sondern auch für Rouge und ich glaube auch für Puder, also für beide Arten von Texturen, für flüssige und eben für pudrige. Da bin ich mal sehr gespannt. Mir gefällt, dass der eben so eine große Fläche hat. Das ist bei großen Gesichtern wie meinem ja auch immer ganz praktisch. Dann braucht man morgens nicht so lange. Machen wir gleich noch weiter mit den nächsten beiden Pinseln. Und zwar aus der Sephora Pro Airbrush Reihe habe ich mir die 55 und die 56 ausgesucht. Die 56 hier ist eher für Foundations gedacht und die 55 habe ich mir ausgesucht für unterschiedliche Arten von Puder, Mineralpuder und so weiter. Machen einen sehr guten Eindruck. Was ich bei denen auch mag, ist, dass Sephora netterweise sozusagen eine Reiseverpackung für die Pinsel gleich mitliefert. Oder wenn man sie halt irgendwo lagert, dass sie ein bisschen vernünftig die Form halten und nicht so auseinanderfuckeln. Ihr wisst, was ich meine. Weiter geht's mit NARS, und zwar einem Light Reflecting Setting Powder in der losen Variante. Auf den bin ich auch mal gespannt. Ich teste mich gerade, wie ihr merkt, so durch diverse Arten von Puder. Dann habe ich mir den Creamy Concealer ausgesucht in Light 1 Chantilly oder wie auch immer man das ausspricht. Der ist wirklich sehr hell. Aber im Gegensatz zu dem, was der Name suggeriert, finde ich ihn gar nicht so cremig. Also jedenfalls nicht im Vergleich zu dem Dior Concealer, den ich so gerne benutze. Der wird also bei mir auch erst wieder Richtung Frühjahr zum Einsatz kommen. Und dann habe ich mir, oh Wunder, den Lidschattenprimer bestellt. Ich glaube, ich hatte in meinem Aufgebraucht-Video irgendwie was gesagt, so in Richtung von, ist ja ganz nett, aber auch nicht viel besser als. Was nicht ganz stimmte, denn nachdem ich mit der Probe durch war und wieder zu meinen anderen Primern zurückgekehrt bin, habe ich dann festgestellt, dass der doch irgendwie noch ein Ticken besser ist. Und deswegen habe ich ihn mir schlicht und ergreifend bestellt. So, und ich glaube, ja, damit haben wir es tatsächlich auch schon geschafft. Also diesmal hatte Santa nicht so viel zu schleppen wie beim letzten Besuch. Dann wünsche ich euch einen zauberhaften Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss!